Moin Leute, Devex hier und willkommen zu Let's Play The Corridor. Einem russischen Indie-Horror-Game und naja, ich beherrsche kein Russisch. Aber ich bin mir sicher, dass das hier Quit und das hier ein neues Spiel heißt. Oder Schaden, was das war's. Hayamp Arpi. Und Bitxok. Gut, ich bin mir sicher, ich habe das komplett falsch ausgesprochen, aber trotzdem. Beginnen wir einfach mal. Ich habe schon die eine oder andere Szene gesehen. Ich habe mal schnell bei Betagod reingeschaut, als der das Let's Played hat. Aber bis jetzt weiß ich gar nichts von dem Spiel. I woke up in the middle of the night in my apartment and I feel nervous for no reason. Das ist strange, das ist komisch. Okay. Mysteriöse Musik im Hintergrund. In welchem Jahrhundert spielt das? Das ist ein komisches, naja, Hotelzimmer. Oder Apartment. Und wir haben die Weinflasche was zur Hölle? Wir haben sie nicht aufgenommen, sie ist einfach runtergefallen. Okay, scheinbar lesen wir ein Buch ohne Inhalt. Gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus. It's very strange. I don't remember such a long corridor in the hotel. Okay. Ich bin schon Gänsehaut. Und wirklich, das sieht aus wie ein Poster. Ein großes, breites Poster. Ein bisschen sehr zerknittert. Lauter Bücher ohne Inhalt. Was ist da los? Kann hier keiner lesen oder was? Und deshalb werden nicht mal Bücher, Bücher. Und deshalb werden keine Bücher mit Inhalt gedruckt. Wo wir können rennen. Mal was Neues. Mittlerweile gefällt mir die Musik. Ist nicht mehr so mir. Was ist das für ein Korridor, wenn hier. Was steht hier für Zeug rum? Wein? Welche Pillen? Okay. Ah! Was? Alter! Und gepickt, Pip. Das war doch hoffentlich nicht nur der Stuhl, der umgefallen ist. Ich hab wieder ein Buch ohne. Teller? Okay, was ist das für ein Hotel, ja? Wieder Wein. Ich glaube auch, dass es Trash-Horror ist. Also wir können auf jeden Fall Trash erwarten. So vom Levelaufbau ist es ja schon Trash. Okay, dunkel. Gefällt mir nicht. Was? Oh. Wein. Ich wollte gerade sagen, Blut. Okay. Lieber mal zumachen. Sicher gehen. Welche Lampen? In welchem Jahrhundert spielt das bitte? Das sieht einerseits neu aus, andererseits wieder vollkommen alt. Ich meine... Oh! Das ist natürlich kein schönes Bild. Das etwas andere letzte Mal. Ah! Wow! Okay. Ich dachte nicht, dass es hier Monster gibt. Oder was auch immer das sein sollte. What the fuck? Ja, so ein paar Spinnweben. Nee, man braucht keine Hotelreinigung oder so. Das ist ein 5-Sterne-Hotel. Es wird ja von Gang zu Gang schlimmer. Okay. Wow, die Musik. Also, wow. Die Musik baut all die Atmosphäre auf. Sag nicht, dass es hier irgendwie eine riesige Spinne gibt. Ich hasse Spinnen. Nein. Wow. What the fuck? Bitte keine riesige Spinne. Ich fand die bei Cold Fusion schon... Oh, nee. Das ging gar nicht. Wow. Okay. Okay. Oh, shit.
hab Angst. Was soll das sein? Das ist wie ein Schwanz. Aber boah, ich hab mir das Spiel komplett anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre eigentlich richtig trashig, von wegen. Es kommt einfach richtiger Bullshit, aber es ist ja sogar gruselig. Ja, genau. Was zur Hölle ist das für ein Hotel? Mit Eingang zur Unterwelt. Na, Bro. Okay. Da hinten steht irgendwas. Kommt aber zum Glück nicht näher. So, gehen wir einfach mal. I don't give a fuck. Okay. So, haben wir irgendwas? Die Musik kommt mir aber auch irgendwer bekannt vor. Das ist auf jeden Fall eine richtig bedrückende Musik. So. Schon wieder Weingläser, meine Güte. Hier trinkt aber einer viel Wein. I hear somebody breathing behind me. Okay. Solange die Person sich nicht zeigt, ist es in Ordnung. Obwohl auf. Ah! Ah! Zu! Geh zu! What the sh. Solange nichts macht, ist es mir egal, ob du da hinten stehst oder nicht. Okay, jetzt fühle ich mich verfolgt. Aber hier liegen so ultra viele Skelette. Wer checkt denn so einen Hund? Hörlein! Was macht man? Alter, was zur Hölle? Das will ich mich angreifen. Wow! Oh, der geht halt nach außen auf. Okay. Levelabschnitte. Schön zu wissen. Oh, that was just a nightmare. I hope. Okay. The corridor. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall trash. Aber es war gar nicht so schlecht. Es hat auf jeden Fall. Es hat. Gänsehaut erregt. Gänsehaut erregt, das hört sich komisch an. Es hat eine Gänsehaut bei mir verursacht. Es hat mir Angst gemacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es kommt irgendwo eine riesige Spinne, ja. Kam zwar nicht, aber trotzdem. Hat auf jeden Fall Angst gemacht. Und erstmal schön, endlich mal wieder nach längerer Zeit ein Indie-Horror-Spiel zu spielen, weil gerade kommt einfach kein Gutes raus, ja. Ich habe zwar. Vielleicht hat ein oder andere von euch schon von Sega Takai gehört. Hat der Luna ja auch erst noch nicht hochgeladen und ich habe mir von diesem Spiel echt was versprochen. Ich dachte, wow, geil, Slender im Asia-Style. Aber es war einfach Reinfall, ja. Leider. Hätte ich gerne hochgeladen. Aber es ist einfach so, Leute. Ich hätte schon so viele Indie-Horror-Spiele hochgeladen. Allerdings habe ich so eine Grenze. Wenn das Spiel einfach viel zu krasser Trash ist, wenn das Spiel einfach viel zu krasser Müll ist, ja, dann will ich das nicht hochladen, weil. Nee. Will ich einfach nicht. Ja, Leute, das war der Corridor. Hat mir Spaß gemacht. Link ist in der Beschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. By the way, falls ihr irgendwelche Indie-Horror-Spiele kennt, die ich spielen soll, schreibt sie einfach mal in die Kommentare, weil vielleicht kennt ihr auch noch irgendwelche, die ich noch nicht gesehen habe, die ich einfach noch nicht gefunden habe, auch wenn ich ziemlich viel nach Indie-Horror-Spielen suche auf verschiedensten Seiten. Also, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.